Wir haben Lena bei einem ihrer letzten Wettkämpfe in der Schulzeit begleitet, den deutschen Schwimmmeisterschaften. Wie sie dort abgeschnitten hat und ihre weiteren Pläne für die Zukunft, erfahrt ihr jetzt hier. Hi, ich wollte mal so erzählen, wie es mir so das letzte halbe Jahr ging. Das letzte halbe Jahr war sehr stressig, war mein viertes Semester an der Schule, war sehr knapp, ging nur 3 Monate. Das heißt, jede Woche haben wir Klausuren geschrieben. Ich muss 3-mal die Woche um 6 Uhr trainieren, das heißt um 5 Uhr aufstehen. Und da war ich immer ziemlich fertig und das hat ziemlich geschlaucht. Schön war dieses Jahr, wir waren in Trainingslager in Florida und da musste ich fürs Abi lernen, das war auch ziemlich stressig, aber Florida war natürlich ein Highlight. Wir haben auch ein bisschen was gesehen und ein bisschen Sonne getankt und bin ich danach nach Hause gefahren und habe gleich Abi geschrieben. Die Abi-Klausuren liefen eigentlich ganz gut, die schriftlichen Prüfungen und ja, heute fangen dann die deutschen Meisterschaften an. Ja, ich hatte vor allem beim Einschwimmen ein ganz gutes Wassergefühl, habe Rennschnitt gemacht, das heißt, ich bin 3x100 Meter in der Zeit geschwommen, eine 1,07, was ich nachher bei den 1500 Kraul pro 100 Meter durchgehen möchte. Das hat eigentlich ganz gut geklappt. Deswegen denke ich mal, bin ich gut vorbereitet. Ich habe jetzt noch ein paar Stunden, ich schwimme erst heute Abend 19 Uhr. Jetzt ist es, glaube ich, ca. 11 Uhr. Und deswegen, ich kann mich jetzt noch ein bisschen ausruhen. Ich muss noch ein bisschen lernen. Hier sind meine Karteikarten, weil ich muss morgen einen Vortrag halten fürs Abitur. Das ist meine letzte mündliche Prüfung. Und dann bin ich endlich durch. Da bin ich total froh. Ja, deswegen muss ich heute noch ein bisschen lernen. Ich lege jetzt noch ein bisschen meine Beine hoch. Und Mittag esse ich nochmal ordentlich Kohlenhydrate, damit ich dann heute Abend fit bin. Nachher werde ich euch nochmal berichten, wie ich so aufgeregt bin. Und ja, mal gucken. So, jetzt sind die paar Stunden vorbei. Jetzt geht's gleich los. Ich mache mich gleich auf den Weg zum Landsberger, zum Wettkampf. Hab schön geschlafen, hab schön gegessen, hab noch ein bisschen meine Präsentation gemacht, hab einen Film geschaut, hab mich ein bisschen abgelenkt. Fühle mich eigentlich gerade ganz gut, bin noch nicht so aufgeregt, das wird bestimmt gleich noch kommen alles. Ja, ich hoffe, es läuft gut. Ich bin im zeitschnellsten Lauf bei den 1500. Ich werde auf Bahn 6 schwimmen und ich habe ganz, ganz gute Chancen dieses Jahr. Mal sehen, meine Bestzeit sind genau 17 Minuten 00. Das bin ich letztes Jahr bei den deutschen Meisterschaften geschwommen. Und ich hoffe natürlich, dass ich jetzt unter 17 Minuten schwimmen werde und ja, eine neue Bestzeit schwimmen werde und hoffentlich nachher mit einer Medaille nach Hause kommen werde. So, hi. Jetzt alles geschafft. Bilanz von den deutschen Meisterschaften nochmal. Ist leider nicht alles optimal gelaufen. Die 1500 Meter am Donnerstag sind einfach überhaupt nicht gelaufen. Ich weiß auch nicht, was da los war. Ich denke mal, ich hatte zu viel Schule im Kopf und weil ich Freitag ja noch Prüfung hatte. Freitag die Prüfung ist sehr gut gelaufen. Am Samstag dann die 400 Meter Kraul waren dann schon viel, viel besser. Da bin ich Elfte geworden. Bin auch eine Bestzeit geschwommen. Und Sonntag hatte ich frei. Und am Montag bin ich dann nochmal die 800 Kraul geschwommen. Ja, bin 9 Minuten geschwommen. Ist okay, ist normal. Und ja, bin jetzt froh, dass alles vorbei war. Montag waren wir dann abends noch feiern mit der Gruppe.
hat richtig Spaß gemacht. Und heute habe ich jetzt den Cooper-Test gemacht, das heißt 12 Minuten Rennen. Das war meine letzte Abiturprüfung und da musste ich 3000 Meter schaffen und ich habe 3,2 geschafft, also locker 15 Punkte. Und jetzt bin ich komplett durch mit dem Abi. Bin total glücklich, kann es noch gar nicht glauben. Man denkt immer, oh Gott, man muss noch was lernen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da kommt noch irgendwas. Aber ich habe es geschafft, bin jetzt durch und bin total froh, dass jetzt alles vorbei ist und es fällt jetzt ein bisschen so die Last ab. Und jetzt habe ich nochmal 6 Wochen Zeit, um richtig, richtig ordentlich zu trainieren. Dann kommen nochmal die Freiwassermeisterschaften, wo ich 5 und 10 Kilometer starten werde. Und mal gucken, wie das läuft. Ich muss mir jetzt auch in nächster Zeit Gedanken machen, wie es weitergeht. Ich habe ein Angebot aus Saarbrücken, ob ich da vielleicht trainieren möchte. Oder ich habe auch ein Angebot in Würzburg. Und da muss ich mich mal entscheiden, oder ob ich hier in Berlin bleibe, wo ich überhaupt bei den Unis angenommen werde, weil ich möchte gerne Biologie studieren, weil ich später Meeresbiologin werden möchte. Da muss man erstmal einen Bachelor machen in Bio. Und das kann man eigentlich überall. Und da ich gerne noch ein bisschen weiter schwimmen möchte, muss ich mir überlegen. Aber jetzt muss man erstmal ein bisschen feiern gehen und ein bisschen Spaß haben, ein bisschen das Leben genießen. Und ja, dann hören wir uns demnächst mal wieder. Lena gönnt sich nun erstmal eine kleine Erholungspause. Wie es danach für sie weitergehen wird, könnt ihr schon bald auf unserem Kanal sehen. Falls ihr das erste Video von Lena verpasst habt, dann schaut doch mal hier vorbei. Bis bald!